Liebe Studierende, ich möchte Ihnen heute noch mit auf den Weg geben, sozusagen zwei Beispiele für T-Tests, die Sie dann mal von mir gerechnet hier sehen. Wir werden teilweise Berechnungen von Hand sozusagen benutzen, die ich durchgeführt habe. Wir werden teilweise aber auch einfach den Output von Statistikprogrammen sehen, um das ein bisschen zusammenzubringen. Es führt kein Weg dran vorbei, dass Sie das selber einüben. Und natürlich liegt der Schwerpunkt in meiner Vorlesung eher auf dem sozusagen dem Pacemaking für Ihren eigenen Lernfortschritt. Ich biete Ihnen hier die Konzepte im Prinzip an. Aber es ist wahrscheinlich doch schlüssig, auch einmal von mir mit meinen Worten, die ich eben leicht andere Worte und andere Beispiele wähle, als auch die Dozierenden im Seminar, als meine Kollegen und Kolleginnen, Ihnen hier einmal so ein Beispiel zu geben. Ich möchte Ihnen im Prinzip zwei Beispiele geben in diesem Video. Und zwar würde ich Ihnen gerne nochmal einen T-Test für unverbundene Stichproben zeigen, also einen Independent Samples T-Test. Und dann den T-Test für verbundene gepaarte Stichproben auch einmal anschauen. Immer eingedenk der Tatsache, dass ein T-Test für zwei gepaarte Stichproben genau das gleiche ist, als hätte ich nur eine Stichprobe. Also wenn ich die Differenz ausrechnen kann, weil es eine gepaarte Stichprobe ist, dann ist es, läuft es das gleiche hinaus, als wenn ich quasi sowieso nur eine Reihe Werte und einen Mittelwert gehabt hätte. Das sehen wir dann aber nochmal. Also, nochmal auch leicht anders formuliert und jetzt uns vielleicht so ein bisschen entfernend von den Niederungen von Fischer, von diesem Grabenkampf zwischen Fischer, wie macht der es genau und was bringen Neyman und Pearson da noch. Vielleicht hier nochmal auf einen Blick, wie wir eigentlich üblicherweise vorgehen. Das finden Sie so zum Beispiel bei Würz und Nachtigall auch nochmal besprochen. Sie würden sagen, Anwendungsvoraussetzungen für meinen Test muss ich prüfen. Ich möchte einen T-Test zur Anwendung bringen. Ich lege ein Signifikanzniveau fest, also die Fehlerwahrscheinlichkeit, Alpha vor allem, das ist das Signifikanzniveau. Und entsprechend kann ich jetzt auch a priori der Datenerhebung schon den entsprechenden Schwellwert der Teststatistik festlegen, wenn ich weiß, wie groß meine Stichprobe sein wird. Also sprich, wenn ich eine gute Planung meiner Erhebung mache, dann kenne ich meine Hypothesen, ich weiß, wie viele Leute ich untersuchen werde und ich kann mich jetzt festlegen mit dem Alpha. Jetzt erhebe ich die Daten in drittens und kann dann eine empirische, sogenannte empirische Teststatistik ausrechnen. Das ist sozusagen basiert auf meinen Stichprobenwerten kann ich jetzt eine Teststatistik T, können wir ruhig für unsere Zwecke sagen, ausrechnen. Wenn diese Teststatistik extremer ausfällt als der vorher festgelegte Schwellwert, wenn die Alternativhypothese natürlich gerichtet ist, muss ich sagen, wenn er in der erwarteten Richtung ausfällt. Wenn sie ungerichtet ist, dann kann ich sagen, extremer, also in der einen oder in der anderen. Dann verwerfe ich die Nullhypothese und sage, der Test ist signifikant auf diesem Signifikanzniveau, soll ich sogar noch dazu sagen. Das schauen wir uns jetzt nochmal an. Ein abrundendes Beispiel für einen T-Test für ungepaarte Stichproben. Ich verfolge die inhaltliche Hypothese, dass Psychologen und Psychologinnen die Relevanz von Statistik anders einschätzen, für sich selber sozusagen anders einschätzen als Medieninformatikerinnen. Das könnte ich inhaltlich begründen, dass ich dann nicht der Erste bin, der das vermutet, aber das ist sozusagen die Hypothese, mit der ich jetzt einsteige. Dass für Menschen, die sich für ein Psychologiestudium entschieden haben, Statistik sehr, sehr relevant ist. Ob sie es leiden können oder nicht, ist eine andere Frage, aber sie empfinden es als relevant für ihre Ausbildung. Und das kann ich jetzt überführen in zum Beispiel eine Erhebung, die ich durchführe mit meinen Studierenden. Und dort frage ich vielleicht, wie wichtig sind Ihnen persönlich Statistikkenntnisse? Und ich kann jetzt ein Hypothesenpaar formulieren. Auf der Basis dieser inhaltlichen Forschungshypothese, Psychologinnen unterscheiden sich von Medieninformatikern hinsichtlich der Relevanz. Hören Sie genau hin, wie ich es jetzt mal hier formuliere. Ich sage nämlich hier einfach, die unterscheiden sich und entsprechend lautet die Nullhypothese auch, die sind einander gleich, die entstammen derselben Population hinsichtlich dieses Merkmals. Der unbekannte Populationsmittelwert der Psychologen ist der gleiche, welcher Wert das auch immer ist, der gleiche wie der Medieninformatiker und inhaltliche Hypothese, die finden Sie jetzt eher repräsentiert in der statistischen H1 oder Alternativhypothese, nämlich
dieser Mittelwert auf Populationsebene oder Erwartungswert ist eben nicht der gleiche. So, wir wollen einen T-Test für unabhängige Stichproben durchführen. Das Merkmal, was wir dafür brauchen, das sind jetzt die sogenannten Anwendungsvoraussetzungen, die jeder Test mit sich bringt. Letztlich, warum Anwendungsvoraussetzungen? Letztlich, damit die Annahme der T-Verteilung gilt. Darauf läuft das alles hinaus. Das sind technische Annahmen, die man machen muss. Es lässt sich dann auch zeigen, dass wenn die Annahmen verletzt sind, oft auch die Annahme mit der T-Verteilung eben nicht mehr hinhaut. Das Merkmal, muss Intervallskalenniveau haben. Warum das? Na, das einfach, weil ich ja hier auch eine Mittelwertsdifferenz ausrechnen. Ich muss einfach einen Mittelwert ausrechnen dürfen, ich muss eine Differenz der Mittelwerte ausrechnen dürfen. Das Ganze kann nur funktionieren, wenn ich ein mindestens intervallskaliertes Merkmal habe. Wir sagen hier mal ja. Das Merkmal selbst sollte auf Populationsebene normal verteilt sein, da sagen wir auch mal ja. Und die Varianz der Stichproben, das ist ein bisschen unscharf hier formuliert, merke ich, die Varianz eigentlich auf Populationsebene muss gleich sein. Das wird eingefangen, diese Varianzgleichheit, wir sind ja hier gerade im Beispielsektor, unter dem Stichwort Homoskedastizität. Das müssen wir also vielleicht überprüfen. Wir haben auch, wie Sie hier schon sehen, das ist vielleicht auch mal gut zu sehen, 55 ist Psychologe gleich 0. Was heißt denn das? Das sind wohl die Medieninformatiker, die also in dem Merkmal ist Psychologe 0 haben. Dann sind sie entsprechend nicht Psychologen und in diesem Hörsaal dann Medieninformatikerinnen und Medieninformatiker und dann hatten wir Psychologen 33, Psychologinnen und Psychologen. Wir haben hier auch schon deskriptiv die Daten vorliegen, mit denen wir dann jetzt nämlich gleich arbeiten werden und die wir einem Signifikanztest unterwerfen werden letztlich. Nämlich, wir haben so eine Art mittlere Relevanzbeurteilung, wie wichtig erachten Sie Statistikkenntnisse bei den Medieninformatikern von 4,38 und bei den Psychologinnen von 5,06. Das war eigentlich so ein Likert-Item, was ich hier einfach mal frecherweise als Intervall skaliert annehme, wo Sie einfach zwischen 0 und 6 sagen konnten, glaube ich, wie wichtig ist in Statistikkenntnissen. Wir haben ebenfalls Standardabweichungen in diesen Gruppen hier schon ausgegeben. Wir haben sogar sowas, was sich hier Standardfehler nennt. Daraus müssen wir noch drauf zurückkommen. Aber das wäre so die ersten Spalten hier, die ersten drei Spalten zumindest, das wäre Deskriptivstatistik. So, wie geht es jetzt hier weiter mit den Anwendungsvoraussetzungen? Also bei Homoskedastizität wissen wir das nicht genau. Wir sehen jetzt hier, die Standardabweichungen sind natürlich nicht numerisch genau gleich, aber die wichtige Frage ist letztlich, können wir davon ausgehen, dass die Streuung auf Populationsebene gleich ist. Darum geht es bei Homoskedastizität eigentlich. Das machen wir oft wiederum sehr meta, auch mit einem anderen Signifikanztest, nämlich einem Signifikanztest für die Gleichheit von Varianzen, zum Beispiel den sogenannten Levins-Test. Das ist ein bisschen unelegant, dass man als Voraussetzung für einen Signifikanztest wie einen anderen Signifikanztest diesen komischen Levins-Test benutzen sollen. Das ist so seltsam, dass ich es A nicht gut finde und B wir uns auch hier in Statistik 1 nicht länger mit rumschlagen. Wir wenden uns lieber dem zu, was wir die Prüfgröße oder Teststatistik, habe ich es immer genannt, nennen. Also, wir wollen jetzt einen T-Wert ausrechnen. Was war die Anatomie des T-Werts? Irgendwie ein Effekt dessen, was wir beobachtet haben, ein Mittelwertsunterschied, minus einen hypothetisierten Mittelwertsunterschied, geteilt durch den Standardfehler dieses Effekts, in dem Fall dieses Mittelwertunterschieds. Da hatten wir in dem anderen Video gesagt, wir können uns da oben in dieser Formel also eigentlich noch minus einen Unterschied von Populationsmittelwerten vorstellen, der ist aber null. Unter der Nullhypothese, müssen Sie ja nochmal schauen, sagen wir, die Nullhypothese besagt, die unterscheiden sich nicht. Das Mü der Psychologinnen ist gleich dem Mü der Medieninformatikerin. Ja? Entsprechend könnten wir doch jetzt hier, was brauchen wir? Wir brauchen einen Mittelwert A, Gruppe A, einen Mittelwert Gruppe B, also einen Mittelwert Psychologen, Mittelwert Medieninformatiker und diesen Standardfehler. Den oberen, den Zähler, den haben wir doch eigentlich vorliegen. Aber was machen wir da unten mit dem Standardfehler? Da wurde es ja irgendwie ein bisschen haarig, da hatten wir in der ersten großen Vorlesung oder im Video zum T-Wert gesehen, da müssen wir so eine gepoolte Standardabweichung bilden. Und das ist hier ein interessanter Fall für eine gepoolte Standardabweichung, weil die Ns, wie wir gerade schon gesehen haben, ja auch sehr unterschiedlich sind. Das N in der einen Gruppe ist 55, das N in der anderen Gruppe ist 33. Wenn wir also diese ganze Formel hier mal zur Anwendung bringen, müssen wir gleich mal gucken, was da passiert.
Ich hoffe, lassen Sie mich schauen, dass wir da gleich noch hinkommen. Genau, dazu kommen wir gleich. Also, für diese Prüfgröße, bevor wir jetzt so richtig loslegen, sollten wir aber ebenfalls noch das Signifikanzniveau festlegen. Wie bereit sind wir, on the long run, die Nullhypothese fälschlicherweise mal zu verwerfen? Also, es gibt keinen Unterschied, wir behaupten aber auf der Basis des Signifikanztests einen Unterschied. Es geht jetzt hier wirklich nicht um Leben und Tod. Wir wollen auch nicht vorschnell den Fehlschluss aufsetzen, die Nullhypothese zu verwerfen. Deshalb wählen wir ein relativ strenges Signifikanzniveau von nur 1%. Wir wollen einen Signifikanztest so bauen, dass er eigentlich nur in 1% der Fälle on the long run die Nullhypothese fälschlicherweise verwerfen wird. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, die Nullhypothese fälschlich zu verwerfen, halten wir klein. 1%. Und jetzt können wir, eigentlich sollten wir auch den kritischen T-Wert für einen zweiseitigen Test bestimmen. Unsere Nullhypothese war ja, die unterscheiden sich nicht, und unsere Alternativhypothese war entsprechend, Psychologin, Medieninformatik unterscheiden sich irgendwie. Das ist eine zweiseitige Fragestellung. Wir wissen nicht, oder wir legen uns nicht a priori fest, in welche Richtung wir in unserer Alternativhypothese wir den Unterschied erwarten. Das kann ich auf ganz verschiedene Arten machen. In diesem Beispiel hier mache ich es mit Software. Ich mache es nicht mit der T-Tabelle, das machen wir im Seminar mal. Ich mache es einfach ganz faul auch ein bisschen mit Software. Ich benutze die Software MATLAB. Das mache ich einfach nur, um Ihnen zu zeigen, dass viele Wege nach Rom führen und dass Sie diesen T-Wert, der ist ja, der kommt jetzt nicht, das ist keine heiße Luft, sondern das ist quasi, der folgt einfach, das nehmen wir ja an, einer, wenn die Nullhypothese gilt, dann folgt dieser T-Wert einer T-Verteilung mit Gesamt N-2 Freiheitsgraden. Das heißt, 55 plus 33 sind 88, minus 2 sind 86 Freiheitsgraden. Und das Alpha ist 1%. Wir wollen jetzt also von einer T-Verteilung links und rechts zusammen alle Eventualitäten nur 1% der Fläche abschneiden. Das heißt, wir müssen, Alpha ist 1%, wir müssen also Alpha halbe oben von der T-Verteilung kappen und unten, müssen also einen T-Wert finden, der das abschneiden würde. Und tabelliert sind natürlich wieder nur diese kumulierten T-Werte. Das heißt, ich nehme jetzt einfach den T-Wert, der oben an einer T-Verteilung Alpha halbe Prozent abschneidet. Das ist in dem Fall, weil Alpha so streng gewählt ist mit 1%, der nur ein halbes Prozent abschneidet. Und da verwende ich jetzt eine Funktion, die MATLAB eingebaut hat, die heißt TINF, T-Invers. Das ist also nichts anderes, was diese Funktion macht, dieser kleine Algorithmus. Dem gibst du eine Wahrscheinlichkeit, eine Fläche unter einer T-Verteilung. Er gibt dir zurück den T-Wert, deshalb T-Invers. Du kommst nicht mit einem T-Wert, du bekommst eine Wahrscheinlichkeit, sondern du kommst mit einer Wahrscheinlichkeit, in dem Fall 1 minus Alpha halbe. Was heißt das? Das halbe Prozent, was da noch übrig ist oben, den T-Wert soll er mir zurückgeben, die Wahrscheinlichkeit, dass der T-Wert größer oder gleich diesem T-Wert ist, dass die T-Verteilung größer oder gleich diesem T-Wert ist, das soll hier zurückgegeben werden. Und dieser T-Wert beträgt 2,63. Wir wissen also, bei einer T-Verteilung mit 86 Freiheitsgraden, die sieht quasi aus wie eine Normalverteilung, kann man sagen, die nähert sich einer Normalverteilung schon sehr, sehr stark an, bräuchten wir einen kritischen T-Wert von 2,63, größer 2,63 oder kleiner minus als 2,63. Wir testen zweiseitig, wir bleiben für beides offen, um auf dem Signifikanzniveau von 1% die Nullhypothese eben zu testen jetzt gleich. Ja? Also, jetzt können wir unsere T-Statistik ausrechnen. Im Zähler brauchen wir die Differenz unserer beiden Mittelwerte. Die hatten wir in dieser deskriptiven Tabelle zum Glück schon gegeben. Die hatten wir vorher schon gesehen. Das war quasi der Unterschied zwischen 4,38 einerseits, das sind die Medieninformatikerinnen und Medieninformatiker,
in unserer Stichprobe und 5,06 andererseits bei, auf psychologischer Seite. Ja, da sollte jetzt ja also zum Beispiel was, das sieht man schon, da wird was kleines Negatives resultieren, denn hier oben ziehen wir ja was Größeres von was etwas Kleinerem ab. Sollte also was leicht Negatives resultieren. Das wird geteilt durch einen Standardfehler und den müssen wir jetzt noch ausrechnen. Hier ist uns ja in dieser deskriptiven Tabelle eine Standardabweichung gegeben für die beiden Stichproben, kann man sagen, für die Medieninformatiker und die Psychologen-Stichprobe. Und der Standardfehler, der rechnet sich jetzt also so aus, dass wir eine gepoolte Standardabweichung machen. Es poolt, die dann noch gewichtet wird mit so einer Wurzel aus den inversen Stichprobengrößen. So, jetzt geht hier ein, ich habe jetzt hier schon die Werte eingesetzt. Wie kommen diese Werte hier zustande? Wie kommt Punkt 612 zustande? Machen wir kurz vorher das Einfache. In den Klammern stehen, wenn Sie nochmal in die Formel für die gepoolte Standardabweichung reingucken, die haben Sie hier auch auf verschiedenen Slides und in der anderen Vorlesung, oder Sie drücken kurz Pause und holen die Formelsammlung bitte her, dann sehen Sie dort, dass ja hier das N der einen Gruppe minus 1 eingeht. Das sind die 55 Medieninformatiker minus 1, 54. Und das hier sind die 33 Psychologen minus 1, 32, geteilt durch Gesamt-N minus 2 hier unten, bleibt also hier diese Variante der Stichproben-Standardabweichung. Und was ist das hier? Da ist es so, dass wir hier ja quasi die, wenn Sie in die Formel gucken, sehen Sie das, hier die Varianzen nutzen wollen. Wir wollen hier eigentlich Varianzen mitteln. Deshalb ziehen wir, quadrieren die hier drin. Das sind Varianzen und ziehen nachher wieder die Wurzel. Also, wenn uns hier in der Tabelle die Standardabweichung gegeben ist, Punkt 7,8 in der Einkunft, dann muss ich die natürlich quadrieren, dann kommt Punkt 6,1,2 raus. Alles immer Plus, Minus, Rundungsfehler. Wenn Sie jetzt hier arbeite ich ausnahmsweise mal mit drei Nachkommastellen, damit der Rundungsfehler nicht ganz so krass wird. Ja. Aber wenn Sie es von Hand jetzt zu Hause machen oder auch wenn Ihr Statistikprogramm Ihnen hier das mit vier Nachkommastellen gibt oder nur zwei, dann wird es natürlich ein bisschen anders. Aber Sie quadrieren also diese Standardabweichungen, dann haben Sie quasi Varianzen in diesen Stichproben. Die werden gewichtet mit den N-1, also kann auch sagen mit den Freiheitsgraden. Und dann wird diese gepoolte Standardabweichung nochmal hier gewichtet, damit da ein Standardfehler draus wird. Und dieser Standardfehler, der beträgt Punkt 185. Das ist also die Standardabweichung der erwarteten Mittelwertsdifferenzen unter der Nullhypothese. Und die geht jetzt da oben in diese Formel hinein. Ganz schön aufwendig, so einen T-Wert von Hand auszurechnen, aber auch cool, ist einmal, zweimal im Leben jetzt hier in so einer Statistik 1 mal quasi von Hand zu machen und dann in der Lage zu sein, das auch durchzuziehen. Also, wenn wir das alles zusammenfassen, was wir auf dem Slide sehen, dann müssten wir sagen, wir haben jetzt hier oben eine Differenz der Mittelwerte von minus 0.678, also Punkt 7 kann man sagen. Das wird geteilt durch Punkt 185, also etwas Kleines wird geteilt durch was noch Kleineres. Da, also vom Betrag her jetzt, dann kommt natürlich ein großer T-Wert raus. Sehen Sie das? Das, was Sie beobachtet haben, Abstand zum hypothetisierten Wert, der nämlich 0 ist, ist also in T-Werten ausgedrückt fast 4 T-Werte oder minus 3,6 T-Werte. Jetzt können Sie wieder so eine T-Verteilung denken, rund um 0, symmetrisch um 0. Und wir hatten beim Festlegen des kritischen Werts gesagt, ab einem T-Wert von 2,6 etwa, glaube ich, was, der entweder im positiven überschritten oder im negativen, also minus 2,6, unterschritten wird, das ist die Schwelle, wo wir sagen, da verwerfen wir die Nullhypothese. Und die wird jetzt hier also nochmal deutlich, muss man sagen, gerissen. Wir könnten sagen, wenn wir das, also jetzt, weil das ja Neyman Pearson Entscheidungstheorie zu einer Entscheidung führen soll, können wir jetzt sagen, jetzt ist Judgment Day, Tag der Entscheidung. Dann können wir sagen, empirisch haben wir einen T-Wert von minus 3,67 beobachtet. Da wir im Zähler die Medieninformatiker hatten und von denen die Psychologen abgezogen haben,
Bedeutet das also, in unseren Daten war es so, dass wir eine höhere Relevanzeinschätzung haben, rein deskriptiv erstmal eine höhere Relevanzeinschätzung für Statistik bei den Psychologinnen und Psychologen haben, deshalb hier ein negativer T-Wert. Der kritische T-Wert, den wir in unserem Entscheidungsverfahren nach Neyman Pearson in unserem Signifikanztest ausgemacht hatten, war 2,63, also der Betrag von 2,63 für einen zweiseitigen Signifikanztest auf Alpha gleich 1% Niveau. Fragen Sie sich an der Stelle selber gerne, ohne zu rechnen, einfach nur denken. Wie wäre denn dieses 2,63? Wie wird sich das ändern? Wie hätte sich das a priori schon? Wie hätte sich der kritische Wert geändert, wenn wir uns nicht ganz so streng auf ein Alpha von 1% festgelegt hätten, sondern klassisch ein Alpha von 5% gewählt hätten? Oder auch aus verschiedenen Gründen mal gesagt hätten, wir wollen hier auf keinen Fall zu streng sein, wir verwerfen die Nullhypothese sogar schon ab einem Alpha von 10%. Wie hätte sich etwa, in welche Richtung hätte sich dieser kritische Wert verändert? Das ist wichtig, dass Sie sich das einmal überlegen an der Stelle. Also das war unser kritischer Wert in diesem Fall, weil wir ein strenges Alpha von 1% hatten. Jetzt ist ganz klar, um für jeden Blinden zu sehen, dass also der empirische Wert im Betrag extremer, größer ist im Betrag als der kritische Wert im Betrag. Der empirische Wert ist deutlich extremer. Damit verwerfen wir die Nullhypothese auf diesem Signifikanzniveau und glauben führerhin an die Alternativhypothese, die ja besagt, Psychologiestudierende und Medieninformatikstudierende unterscheiden sich in ihrer Relevanzeinschätzung von Statistikkenntnissen. Guter Punkt, kurz innezuhalten und zu merken, alles, was wir gemacht haben, ist, wir haben eine unter der Nullhypothese geltende Teststatistik uns erdacht, diese dann für unsere Daten ausgerechnet und gesagt, unter der Nullhypothese ist die ziemlich unwahrscheinlich oder extrem. Weniger als 1% aller T-Werte, die man so erwarten würde, wenn diese Nullhypothese gilt, sollten so groß wie unsere oder größer sein. Und deshalb verwerfen wir diese Nullhypothese. Ja, das haben wir gerade gemacht. Mehr aber auch nicht. Wir haben nicht aufgezeigt, um wie viel wahrscheinlicher die Alternativhypothese jetzt ist oder ähnliches. Oder überhaupt, wie die Wahrscheinlichkeit der Alternativhypothese relativ zur Nullhypothese sich wirklich verhält. Das haben wir gar nicht getestet. Das testet der Signifikanztest nicht. Sondern wir haben die Nullhypothese statistisch überprüft, sagt man, indem wir geschaut haben, wie wahrscheinlich waren die Daten. Das ist sozusagen dieser fischersche Geist, der da noch drinsteckt. Wie wahrscheinlich war es eigentlich, solche Daten zu beobachten? Oder noch extremer werden. Und nach dem Neyman-Pearson Framework konnten wir jetzt hier quasi unsere Entscheidung fällen. Mehr haben wir nicht getan. Wie sieht es aus, wenn wir dann schauen, was ein Statistikprogramm wie SPSS zum Beispiel oder auch Jamovi macht? Die testen für uns, wenn die das durchführen, ebenfalls vorneweg die Annahme, dass der Varianzgleichheit oder der Homoskedastizität, das wird jetzt hier über einen Signifikanztest gemacht, über den ich gar nicht groß reden will. Hatte ich vorher schon kurz erwähnt, Levins Test. Die Nullhypothese dieses Tests ist, ja, die Varianzen sind gleich und die wird wiederum auch nicht verworfen. Ich traue mich das gar nicht jetzt hier laut auszuführen, weil ich eben auf diesen Levins Test gar nicht groß eingehen will. Aber wir sagen einfach mal, wir können dann hier jetzt in die des Weiteren in diese obere Zeile gucken, dort, wo nämlich angenommen wird, ja, die Varianzen sind gleich. Da sehen Sie etwas, was wir gerade von Hand auch ausgerechnet hatten. Sie sehen eine Mean Difference von etwa minus 0,7 oder minus 6,78 hatten wir. Die haben mit Rundungsfehler minus 6,79. Die haben genauere Kommastellen intern hier im Programm vorliegen. Wir sehen einen Standardfehler für die Differenz. Den hatten wir mühsam mit dieser gepoolten Standardabweichung ausgerechnet. Kommt genauso raus, 1,85, die beiden durcheinander geteilt, ergibt Ihnen genau diese T-Statistik von minus 3,6 und damit bekommen Sie hier zwei Aussagen. Sie bekommen etwas, was SPSS Signifikanz nennt, eigentlich bekommen Sie aber hier einen Fischerschen P-Wert
unter der Annahme, dass die Nullhypothese gilt, wie wahrscheinlich oder wie unwahrscheinlich muss man in dem Fall sagen, ist es, so extreme Daten zu beobachten, einen so großen, im Betrag großen T-Wert zu beobachten, das ist sehr, sehr unwahrscheinlich. Deshalb schreibt SPSS hier so richtig falsch. Eigentlich muss man sagen, Punkt 000, weil das, was hier steht, hieß ja, die Wahrscheinlichkeit ist 0. Das stimmt natürlich nicht. Die Wahrscheinlichkeit ist nur sehr, sehr, sehr klein. Machen Sie bitte nicht den Fehler, in Ihrer Bachelorarbeit das abzuschreiben, dann aus Ihrem Statistikprogramm als Wahrscheinlichkeit ist 0. Wahrscheinlichkeit ist nie 0. Die kann nur sehr, sehr, sehr klein werden. Denken Sie dran, so eine Verteilung, T-Verteilung oder so. Die Wahrscheinlichkeiten sind nie genau 0. Also, was haben wir jetzt hier quasi? Man könnte, das ist hier nochmal farbig markiert, das hatte ich jetzt gerade mit Ihnen schon besprochen, Verzeihung, dass wir hier sagen, das war das, was wir ausgerechnet hatten. So, in den verbleibenden wenigen Minuten würde ich dann jetzt noch mit Ihnen noch ein zweites Beispiel rechnen, nämlich einen T-Test für gepaarte Stichproben machen. Da wird ganz vieles gleich bleiben, aber letztlich im Ausrechnen der T-Statistik wird sich eigentlich auch nur ein richtiger Unterschied ergeben, der wichtigste Unterschied, nämlich der Standardfehler, folgt einer leicht anderen Formel. Und ich kann an der Stelle auch schon sagen, ich höre oft als Rückfrage, Herr Ubleser, in der Formelsammlung stehen die Standardfehler gar nicht so genau drin. Da sage ich ja, weil mir ist es besonders wichtig, dass Sie das Grundprinzip des T-Werts verstanden haben. Und Sie müssen nicht unbedingt für alle Fälle genau wissen, wie der Standardfehler ausgerechnet wird. Deshalb steht es nicht in der Formelsammlung. Sie müssen das Bauprinzip eines T-Werts verstanden haben und Sie müssen mit den Ihnen gegebenen Zutaten in der Lage sein, einen T-Wert dann richtig auszurechnen. Aber es wird eben nicht verlangt, dass Sie die verschiedenen T-Wert-Formeln alle genau auswendig. Also, T-Test für abhängige Stichproben. Was ist jetzt hier die Voraussetzung? Ein bisschen anders, weil eigentlich ein bisschen einfacher. Der T-Test für abhängige Stichproben oder verbundene oder within oder paired oder dependent samples oder Stichproben, der fordert, dass die Merkmalsdifferenz mindestens Intervallskalenniveau besitzen muss. Aber wenn die Daten Intervallskalenniveau haben, dann hat auch die Differenz von zwei Messzeitpunkten in dieser Stichprobe oder zwei Variablen sozusagen in dieser Stichprobe dann auch Intervallskalenniveau. Die Merkmalsdifferenz, würden wir annehmen, soll eigentlich auf Populationsebene zumindest normal verteilt sein. Und die Beobachtungseinheiten, die müssen natürlich unabhängig voneinander sein. Wenn ich jetzt also gleich eine Art Prä-Post-Vergleich zum Beispiel mache für eine Gruppe von Probanden, dann muss ich davon ausgehen, dass Proband 1, seine Messung Prä, ist natürlich nicht unabhängig von seiner Post-Messung. Deshalb ist es ja eine Within-Subject-Messung. Wir würden davon ausgehen, dass die viel gemeinsam haben. Aber der eine Proband soll mit dem nächsten Proband, mit dem übernächsten Proband natürlich nichts zu tun haben, beziehungsweise sollen unabhängig beobachtete Daten sein. Ja? Genau, also lassen Sie uns ein Beispiel anschauen. Und zwar ein etwas absurdes, aber deshalb von mir so geliebtes Beispiel. Stellen Sie sich vor, uns interessiert als Forschungsfrage, was macht es eigentlich mit dem Wohlbefinden, dem körperlichen Wohlbefinden, wenn ich 40 Zigaretten esse? Ich kam auf dieses absurde Beispiel mal, weil ich irgendwo, keine Ahnung, so Kinder, glaube ich, kommen immer mal auf die verrückte Idee. Oder früher zumindest war das so, als Zigaretten auch noch ein bisschen im Alltag präsenter waren. Dass man die Zigaretten, diesen Tabak, der riecht ja vielleicht so ganz interessant, dass man sich auch in den Mund stecken könnte. Und es soll Kinder geben, die auch mal eine Zigarette gegessen haben. Da stirbt man auch vielleicht nicht unbedingt dran, aber ob es dann wirklich besser geht nach dem Essen von 40 Zigaretten, sei dahingestellt. Aber für die Gaudi sozusagen können wir ja das mal als Beispiel betrachten und es lässt sich daran auch alles überprüfen, was wir gerne wollen. Wir würden die Anwendungsvoraussetzungen prüfen, also zur Intervallskaliertheit und zur Normalverteiltheit unseres Merkmals. Wir würden dann das Signifikanzniveau festlegen. Wir würden dann die Daten erheben und die Teststatistik für unsere Daten ermitteln. Und aus diesem zweiten Schritt, Signifikanzniveau und Alpha, hätten wir ja auch schon den kritischen Wert quasi der Teststatistik. Es wäre wahrscheinlich nur eine leicht andere T-Verteilung mit leicht anderen Freiheitsgraden, weil wir jetzt ja nur streng genommen eine Stichprobe haben, die eben zweimal gemessen wurde. Und da wissen wir schon, habe ich schon hier und da erwähnt und sehen wir auch gleich nochmal, die folgt einer Freiheitsgrade, einer T-Verteilung mit n-1 Freiheitsgraden. Dann erheben wir also die Daten und rechnen für unsere
Stichprobe eine Teststatistik aus, die wiederum die beobachtete Differenz in Bezug setzt zur hypothetisierten Differenz und das Ganze durch einen Standard verteilt. Und dann wiederum, wenn die Teststatistik extremer ausfällt als der oben bestimmte Schwellwert oder die kritische Teststatistik, dann verwerfen wir die Nullhypothese oder eben auch nicht und sagen, wenn wir sie verwerfen, der Test war signifikant. Also, Wohlbefinden vor und nach Zigarettenkonsum. Die Forschungshypothese ist, Zigaretten und Essen führt zu Unwohlsein. Die statistische Forschungsalternativhypothese lautet damit, und hier haben wir es jetzt mal mit einer gerichteten Hypothese zu tun, deshalb ist mir das Beispiel auch wichtig, dass wir das auch mal sehen. Das hat also nichts mit gepaart oder ungepaart zu tun, sondern es ist einfach nur wegen dieser Forschungsfrage, weil die Forschungsfrage eben schon eine klare Richtung vorgegeben hat. Auf der Basis unseres Weltwissens gehen wir einfach gar nicht von aus, dass irgendwie das Wohlbefinden verbessern könnte, sondern unsere Forschungshypothese ist, Zigarettenessen verschlechtert das Wohlbefinden, führt zu Unwohlsein. Und entsprechend sagen wir, die Population nach dem Zigarettenessen ist sozusagen eine andere geworden. Auf Populationsebene macht Zigarettenessen was mit dir, nämlich es verringert dein Wohlbefinden. Mü post ist kleiner als Mü prä, das ist eine gerichtete Forschungshypothese. Daraus folgt auch, dass die Nullhypothese entsprechend das ändert das Wohlsein nicht oder verbessert es sogar. Also dieses Verbessern ist jetzt Teil der Nullhypothese geworden, einfach damit diese zwei Hypothesen auch wirklich ein einander ausschließendes Hypothesenpaar bilden. Ich sage hier in Worten sozusagen ein bisschen was anderes, als dann hier ganz genau in Symbolen steht. Was hier in Symbolen in Lila steht, das gilt eigentlich ganz genau zu sagen, ändert das Wohlsein nicht oder verbessert es sogar. Ja? Also, Anwendungsvoraussetzung, Intervallskalenniveau, dieses Wohlbefinden, sagen wir mal, ja, haben wir auf Intervallskalenniveau gemessen und die Merkmalsdifferenzen sind auch normal verteilt auf Populationsniveau. Es wird immer vielleicht auch ein paar geben, die tatsächlich denen es besser geht hinterher. Also wir können schon annehmen, es gibt keine ganz harte Grenze dafür. Es können die Werte, die dieses Maß annehmen kann, die Differenz könnten auch positiv sein, werden aber oft negativ sein. Also wir gehen von aus, dass es durchaus normal verteilt sein könnte auf Populationsebene. So, jetzt das Signifikanzniveau. Es geht wiederum nicht um Leben und Tod. Wir wollen nicht vorschnell Fehlschlüssen aufsitzen dahingehend, dass wir die Nullhypothese fälschlicherweise verwerfen. Also wiederum strenges Alpha-Niveau von 1%. Wir kontrollieren die Wahrscheinlichkeit, also die Nullhypothese fälschlich zu verwerfen, bei einem strengen 1%. Wiederum, für unseren einen kleinen ärmlichen Signifikanztest hier und heute können wir das gar nicht wissen, ob wir falsch oder richtig liegen, aber wir wählen ein Verfahren, mit dem wir on the long run sicher sein können, nur Alpha-Prozent von fälschlichen Verwerfungen der Nullhypothese zu begehen. Und den kritischen T-Wert für den einseitigen Test bestimmen wir. Wir hypothesisieren ja nur über eine Abnahme des Wohlbefindens. Und da sehen Sie jetzt nochmal, die Gerichtetheit oder Ungerichtetheit Ihrer Forschungshypothese führt dazu, dass Sie für die Verteilung unter der Nullhypothese entweder nur die eine Seite dieser T-Verteilung betrachten müssen oder offen dafür bleiben müssen, dass es in die eine wie in die andere Richtung geht und entsprechend zweiseitig testen und auch zweiseitig jetzt Wahrscheinlichkeiten dann letztlich addieren müssen. Wir bleiben ja beim Alpha, sozusagen die Unsicherheit oder die in Kauf genommene Fehlerwahrscheinlichkeit, so sage ich es nochmal, Alpha, aufteilen auf beide Seiten, also Alpha halbe aufteilen. Da wir jetzt aber nur einseitig testen, wir hypothetisieren hier nur über eine Abnahme des Wohlbefindens, können wir sozusagen unsere Fehlerwahrscheinlichkeit auf eine Seite werfen und können sagen, wir schauen eigentlich einen T-Wert nach, der uns nicht auf beiden Seiten wenig abschneidet, sondern der uns auf einer Seite das ganze Alpha abschneidet. Und damit, sehen Sie dann auch, kommen Sie sozusagen mit ein bisschen einem kleineren T-Wert durch. Oder der kritische T-Wert ist damit im Betrag, wird ein bisschen kleiner ausfallen, ein bisschen zentraler liegen. Also,
Wir suchen einen negativen kritischen Wert, da wir über eine Abnahme des Wohlbefindens hypothetisieren hier. Und wir müssen uns also, um den kritischen Wert in der T-Verteilung nachzuschauen, muss ich wissen, in welcher T-Verteilung soll ich nachschauen. Ich muss also die Freiheitsgrade dieser T-Verteilung kennen, um die es geht. T-Verteilungen sind ja solche Chimären, die ändern ständig ihre Form, abhängig davon, wie viel Freiheitsgrade ich habe bei der Berechnung der Teststatistik. Ich sage mal, in meiner Rauchertherapiegruppe, mit denen ich das alle mache, sind n gleich 10 Probanden. Daraus folgt, ich habe n minus 1 gleich 9 Freiheitsgrade. Ich brauche also eine T-Tabelle. Das können Sie jetzt nebenher machen. Gerne mal Pause-Taste drücken in Moodle oder jetzt die Formelsammlung haben Sie eh schon rausgelegt vom anderen Beispiel. In der Formelsammlung oder irgendwo müsste eine T-Tabelle drin sein oder Sie nehmen ein Lehrbuch zur Hand oder googeln mal T-Tabelle schnell, damit wir jetzt zusammen mal schauen, welcher Wert einer T-Verteilung schneidet uns einseitig 1%. Ich brauche also die kumulierten unteren 99% einer T-Verteilung. Ja? Es wird sich herausstellen, wenn Sie das so machen, wie ich das mache, dass Sie einen T-Wert von minus 2,821 brauchen, um die unteren 1% abzuschneiden, oder Sie bräuchten 2,81, um die unteren 99% abzuschneiden. Da wir jetzt aber hier, da hatte ich mich kurz verplappert, da wir ja auf der Suche nach diesem negativen kritischen Wert sind, ist das quasi minus 2,821. Nochmal, das sind die Zusatzslides, die hinten an dem Video zur Wahrscheinlichkeitsverteilung, glaube ich, dranhängen. Das Ablesen von Wahrscheinlichkeiten aus symmetrischen Verteilungen wie der T- oder der Normalverteilung ist einfach und kompliziert zugleich. Weil die symmetrisch sind, kann ich immer entweder sagen, ich schaue eben zum Beispiel jetzt in diesem Fall das obere 1% nach, bekomme dann einen positiven T-Wert, oder ich schaue das untere 1% nach, bekomme einen negativen. Und wenn das untere gar nicht tabelliert ist, weil zum Beispiel nur 99% tabelliert sind, ja mein Gott, dann arbeite ich eben mit dem T-Wert, den ich hier bekomme, für, jetzt sehe ich es hier gerade nicht, für 9 Freiheitsgrade, kann ich habe hier doch hier den neuen Freiheitsgrade, 99%, 2,821. Das ist der kritische Wert, den ich im Einklang mit meiner Hypothese als negativen T-Wert jetzt schon mal festhalten kann. So, damit können wir schauen, was haben wir für Daten. Wir haben Wohlbefinden nach Zigarettenkonsum in unserer Stichprobe erhoben. Das senkte sich in der Tat ab. Den Leuten ging es also vorher, vor dem Essen von 40 Zigaretten, besser als nachher. Ich kann hier nochmal eine neue Darstellungsart wählen, die wir so noch nicht so oft hatten, weil wir es nicht gar nicht in den anderen Beispielen bisher nicht mit verbundenen Stichproben zu tun hatten. Wir haben ja jetzt hier für jede Probandin und jeden Probanden zwei Messwerte. Die gehören zusammen und entsprechend kann ich sinnvollerweise, und ich sehe dann auch schon mit dem bloßen Auge, was los ist, mir diese Datenpunkte jeweils verbinden. Das nennt man auch einen Spaghetti-Plot. Ja, sehen Sie das? Das sieht aus, als hätte es da Spaghettis hingeregnet. Und was wir eigentlich gerade testen mit dem T-Test für verbundene Stichproben, wir nehmen diese mittlere Differenz, das hier in lila gezeigt ist, oder was Sie hier auch in dem Boxplot gesehen, oder auch hier in diesem Dotplot, diese mittlere Differenz, die testen wir gegen eine hypothetisierte mittlere Differenz unter der Nullhypothese. Und wie lautet die unter der Nullhypothese? Unter der Nullhypothese sagen wir, die ist gleich Null oder sogar in die andere Richtung. Das sagt die Nullhypothese. Vor allem dieses ist gleich Null ist das, was wir ausdrücken, wenn wir jetzt hier quasi in die Berechnung des T-Werts einsteigen. Ups, das war zu schnell. Die T-Wertsberechnung geht entsprechend für einen Test für abhängige Stichproben oder verbundene Stichproben sehr einfach. Ich nehme den Mittelwert meiner Differenzen, das ist also das ist der lilane Pfeil. Das ist der sozusagen hier diese lilane Abnahme auf dem anderen Slide gerade. Und die teste ich gegen 0. Und dagegen 0 testen heißt, das aus der Formel hier auch einfach wegzulassen, kann ich sagen, ich nehme einfach diese mittlere Differenz, wie ich sie beobachtet habe, teile sie durch die Standardabweichung der Differenzen, geteilt durch Wurzel n. Was ist das hier unten? Das ist natürlich der Standardfehler, den ich hier brauche für einen Test für abhängige Stichproben. Also ich nehme die Standardabweichung meiner Differenzen. Das ist, da gehe ich nochmal zurück, was ist das? Das ist sozusagen
Wenn ich mir wirklich die Differenzen aufschreibe, wenn ich sage, für dich hatte ich einen negativen Wert, für dich hatte ich einen negativen Wert, für dich hatte ich einen negativen, für dich hatte ich aber einen positiven, für dich hatte ich auch einen positiven. Wenn ich diese 10 Werte untereinander schreibe, kann ich für diese 10 Werte, diese 10 Differenzen, wiederum eine Standardabweichung ausrechnen. Und die geht hier ein und die heißt hier als S-Diff sozusagen. Ja, das ist die Standardabweichung der Differenzen. Das ist uns bisher auch noch nicht so begegnet, weil wir noch nie Differenzen auf Signifikanz getestet haben. Machen wir heute und hier in diesem Beispiel. Und wir quasi haben einen Standardfehler. Und jetzt kann ich sagen, also im Mittel nahm das Wohlbefinden um 2 Wohlbefindenspunkte ab. Und es gab eine Standardabweichung dieser Abnahmen oder dieser Veränderungen, muss ich sagen, dieser Differenzen von 2,4 und 2,5. Und wenn ich daraus jetzt quasi schaue, wie daraus eine T-Statistik wird, dann sage ich, ich nehme also diese minus 2, teile die durch minus 2,4, muss dann aber nochmal durch Wurzel 10 hier unten teilen. Das kann ich auch machen, indem ich diese Wurzel 10 einfach hier hochziehe natürlich. Sehen Sie das? Also statt hier unten zu sagen, das geht halt durch Wurzel 10, kann ich so einfach da oben hinschreiben. Und bekomme dann einen T-Wert, der negativ ist. Das muss so sein, weil der bekommt sein Vorzeichen ja von der Differenz und die war auch negativ. Das ist also auch wichtig, das zu bedenken. Die muss negativ sein. Wenn Sie da jetzt was Positives rauskriegen, dann haben Sie offensichtlich verrechnet. Und nun ja, ist die jetzt groß? Ist die nicht groß? Wissen wir nicht so recht. Die ist minus 2,6. Die wird jetzt wiederum, das ist der eigentliche Signifikanztest, in einem Tag der Entscheidung verglichen mit dem vorab bestimmten kritischen Wert, wie Neyman und Pearson es uns diktiert haben. Die haben gesagt, wenn du nur 1% Fehlerwahrscheinlichkeit haben möchtest, die Nullhypothese fälschlich zu verwerfen, nur 1%, dann brauchst du einen großen, im Betrag großen kritischen T-Wert. Da du hier einseitig testest, konntest du deine ganze Unsicherheit auf eine Seite werfen und konntest also fragen, welcher T-Wert schneidet 1% auf einer Seite der T-Verteilung ab. Das war minus 2,82, das war der kritische Wert. Und der empirische Wert, der reißt es ja sozusagen nicht ganz. Ja? Man muss jetzt eigentlich sagen, der ist zwar in der ähnlichen Richtung, aber er ist weniger extrem, als wir das gefordert hatten für den Signifikanztest. Um uns wirklich gegen die Nullhypothese zu entscheiden, um die zu verwerfen, reicht auf diesem Signifikanzniveau dieser empirisch beobachtete Wert nicht ganz aus. Wir können also sagen, die Nullhypothese kann auf diesem Signifikanzniveau nicht verworfen werden. Das heißt nicht, dass ich sie bewiesen habe oder ähnliches. Auf gar keinen Fall. Ich habe gar keine Aussage darüber gemacht, wie wahrscheinlich im Prinzip die Nullhypothese war. Ich habe alles, was ich getan habe, ist, ich habe gesagt, diese Daten sind auf diesem Signifikanzniveau nicht ausreichend, um die Nullhypothese zu verwerfen. Und die Forschungshypothese, das ist quasi jetzt wieder indirekt, so Modus-Tollens-Logik, dann muss ich auch sagen, die Forschungshypothese konnte durch diesen Signifikanztest auch nicht erhärtet werden. Eigentlich ist es ein sehr inkonklusives Ergebnis. Inkonklusiv im Sinne von, ich kann eigentlich keine starken Schlussfolgerungen auf dieses Ergebnis aufbauen. Ja? Sie können jetzt im Abschluss dieses Videos sich selber, je nachdem wann Sie das anschauen, ob Sie es vielleicht kurz vor der Prüfung tun, das wäre vielleicht am besten, weil dann macht das, was da ganz unten steht, auch am meisten Sinn. Das obere macht auch jetzt schon Sinn, wenn Sie es jetzt so im normalen Verlauf, wir sind gerade mitten in den T-Tests anschauen, dann können Sie sich jetzt selber nochmal fragen, ob Sie für diese Wohlbefindensänderung vielleicht mal ein 95% Konfidenzintervall ausrechnen wollen oder auch ein 99% Konfidenzintervall. Und diese mittlere Wohlbefindensabnahme, die wir hier gerade hatten, sozusagen zentral stellen und sagen, wie groß wäre denn ein 95% Konfidenzintervall drumherum. Und zur Erinnerung wäre dann hier nochmal alles, was Sie dafür brauchen. Und Sie können sich auch fragen, ob Sie ein Z- oder ein T-basiertes Konfidenzintervall hier anfragen. Das untere kommentiere ich jetzt mal noch nicht. Hier geht es dann noch um die sogenannte Effektstärke, die besprechen wir noch im letztlich dritten und kritischsten Video zu den Signifikanztests. Ich bedanke mich bei Ihnen heute fürs Zuschauen, für diese Beispiele und hoffe, es hat Ihnen nochmal geholfen, ein paar Beispiele auch mit mir durchgegangen zu sein. Danke und bis zum nächsten Mal. Ciao.